Staatsbesuch in der Asklepios-Klinik Wandsbek. Hamburgs erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, begutachtet die umfangreiche Sanierung des alteingesessenen Krankenhauses. Eine millionenschwere Investition zum Wohle von jährlich rund 50.000 stationär und ambulant behandelten Patienten. Man baut nicht einmal ein Krankenhaus und dann ist für immer gut, sondern der Fortschritt und der Wandel der modernen Medizin, die Profilierung der Krankenhäuser in Hamburg, stellen immer wieder neue Anforderungen an Gebäude eines Krankenhauses, an die Stationen, an die medizinischen Funktionseinheiten. Und deshalb haben die Stadt und Asklepios in den letzten 10 Jahren rund 110 Millionen Euro in verschiedenste Um- und Ausbaumaßnahmen investiert. Weitere über 50 Millionen Euro sollen folgen. Und das alles im laufenden Betrieb. 8 Jahre lang wurde gehämmert, gezimmert und gemalt. Bei laufendem Betrieb. Ein Kraftakt für alle Beteiligten. Also, die Fertigstellung der Klinik ist erstmal extrem wichtig nach 8 Jahren Bauzeit und Belastungen für Mitarbeiter, Patienten, Angehörige. Das ist erstmal eine tolle Geschichte. Aber dass der Bürgermeister persönlich kommt, ist natürlich auch etwas. Erstens ist es ein Stück weit Bekenntnis, natürlich auch der Freien Hansestadt Hamburg für das, was wir hier auch tun und was unsere Mitarbeiter leisten. Und ich habe das auch bei dem Rundgang heute gemerkt. Es ist natürlich auch, da macht sich eine Menge Stolz auch bei den Mitarbeitern breit. Weil das hat es sicherlich in den letzten Jahrzehnten so oft nicht gegeben, dass der Bürgermeister persönlich in ihre Klinik kam. Also insofern viel Stolz. Ein Rundgang durch die renovierten Räume zeigt, die Anstrengungen haben sich gelohnt. 3 zusätzliche Kreissäle, 9 weitere OPs mit Hightech-Hybrid und Full-HD-Bildauflösung und die Eröffnung des größten altersmedizinischen Zentrums Deutschlands bilden die Höhepunkte der Modernisierung. Eine Modernisierung, die dringend notwendig, aber auch sehr herausfordernd und anstrengend war. Ich glaube schon, dass es alternative Überlegungen gegeben hat. Baut man neu oder saniert man ein Haus? Aber das ist leider Gottes immer, man ist an einen gewissen Stadtbezirk gebunden. Man braucht eine Riesenfläche für einen Krankenhausneubau. Und wenn dieser Stadtbezirk, für dessen Versorgung man verantwortlich ist, diese Fläche nicht hergibt, blieb natürlich nichts anderes übrig. Aber eins steht fest, wann immer man einen solchen Mammutritt, eine Generalsanierung im laufenden Betrieb bei einem so großen Krankenhaus vermeiden kann, ist man gut beraten, es zu tun. Rund 1000 Mitarbeiter arbeiten in der Klinik im Osten der Stadt und bieten eine umfassende medizinische Versorgung für rund 400.000 Menschen im Einzugsgebiet der Klinik. Die Gesundheit ist ein sehr hohes Gut und da ist es wunderbar, dass wir wirklich auf Top-Level europaweit sozusagen so ein hervorragender Gesundheitsstandort sind. Und dazu gehören eben auch die Asklepios-Kliniken neben allem anderen. Das Krankenhaus in Wandsbek gibt es seit mehr als 130 Jahren. Nach der Modernisierung ist es für weitere Jahrzehnte gerüstet.